Wo ist denn? Oh, Leute, ich hab keinen Bock mehr. Sie geht wieder in ihre Ecke. Guck mal da, wie sie da hockt. Laura geht sich schämen in der Ecke. Oh, was? Was kommt denn das her? Moin. Oh, Nina, kennst du das hier schon? Oh, das kennt sie versuch doch mal, gar durch nicht. Durch die Schütze. Geh mal durch. Oh, oh, Alter. Alter, Laura. Oh, schön. Digga, das kannst du doch nicht mit mir machen, Alter. Das habe ich mit Laura beim ersten Mal, als sie das gespielt hat, auch gemacht. Die hat sich eingeschissen. Alter, ich hab mich so erschrocken. Und als das Update neu war, ne, da hat Lena das mit mir gemacht. Ich hab mich so eingekackt, ey. Ey, das ist aber auch... Das ist mies, ne? Das ist richtig mies. Ey, jetzt kommt's nicht mehr. Kommt es nur einmal? Das kommt nur einmal, das ist ganz normal. Also... Oh, Leute, das war zu viel des Guten. Ach, ich fand das gut. Sollen wir schon mal Gegenstände reinmachen? Ich habe, glaube ich, noch ein paar. Als ob du hier Besitzer hast. Hä, ja, sicher. Glaube ich dir nicht. Ich habe eine Kerze und Salz und Räucherstäbchen und Taschenlampe. Hey. Ich will Punkte. Hat er nicht. So. Und ein UV-Licht habe ich auch noch. Ja, warte, ich füge ihn zu. So. Ich hab nix. Bam. Da, 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 da. Aber wir brauchen noch eine Taschenlampe. Ja, ich hab eine. Passt. Ah ja, starke Taschenlampe. Achso, was nehmen wir denn? Ach so, machen Nina, wir du kennst ja das Camp noch nicht, ne? Aber das Camp ist halt krass. Nee. Das Camp ist halt scheiße krass. Oh, ich will wieder die Tarotkarten. Ja, nein, mach das nicht. Camp, bitte. Das ist nicht ja, aufs doch, Camp. Doch, mach mal das Camp. Das Camp, aber bitte, das... Lukas. Ja, hör mir zu. Oder wollen wir erst eine andere Map und dann das Camp? Hör mir zu, Laura. Die verfluchten Objekte können auf jeder Map zu einer gleichen Wahrscheinlichkeit zu einem Zufallsprinzip erscheinen. Also auch die Voodoo-Puppe, okay. Der verfluchte Spiegel, das Ouija-Brett, der Beschwörungszirkel, die Spieldose. Voodoo-Puppe? Ja, die Voodoo-Puppe. Die ist furchtbar. Keine Puppe. Nein, das... Puppe! Ey, ich würde so feiern, wenn wir gleich diese Puppe finden und dann Nina und ich so... Puppe! Puppe! Puppe gibt Nummer! So Puppe gibt Nummer! Oh mein Puppe. Gott, ey. Lass mal ins Richview Roadhouse. Okay. Ihr müsst aber noch starke Taschenlampen hinzufügen. Ich dachte, nehmen wir keine normalen Taschenlampen. Wahrscheinlich nehmen wir normale. Die sind doch viel. Aber ich sterbe immer und die sind so teuer. Ja, das stimmt. Ja, nehme ich meine aber raus. Nina, eine normale Taschenlampe ist immer dabei. Die kann man nicht entfernen. Ja, aber ich habe eine. Laura, ich gönne dir eine Taschenlampe. Oha, richtige Sister Love hier. Richtige Sister Love. Püppchen. Okay, ich bin bereit. Woher kommt das eigentlich so? Mein Püppchen. Mein Blümscher. Blümchen. Ja, so Blümchen. Es gibt eine Hoch-, also nicht Hochdeutsch, es Blümchen. Gibt einen deutschen Akzentdialekt, wie nennt man das denn? Wo man nicht Blumen sagt, sondern Blümscher. Ja, Blümscher. Habe ich noch nie gehört. Oh doch, geil, Blümscher. Meerschweinsker. Was? Blümchen. Geil. Das ist Meerschweinchen auf Plattdeutsch, Meerschweinsker. Oh Gott, ich könnte die Sprache nicht sprechen, ich würde mich 24/7 totlachen. Aber ich glaube, das würde jeder. Blümscher. Ja, sind jetzt die Basketbälle schon wieder hin? Laura, du musst noch bereit drücken. Ist das normal, dass da oben so zwei leuchtende Augen sind? Das ist der Geist, ja. Warte, ich zeig dir das mal genauer. Ich leuchte mal auf den drauf mit der UV-Lampe. Boah. Der ist, und guck mal hier drunter. Den voll und da kann unten. Ich den abwerfen? Und darunter steht dann Amla the Cabin, help me. Das steht hey, dann. Gib mal einmal die Lampe ich kurz. Nicht. Ja, hier, warte. Nicht? Nein. Da, ich sehe den nicht. Also ich sehe den nicht, wenn man da rauf leuchtet. Ja, aber hier stehen doch überall so Sachen und so. Hier stehen doch auch überall Sachen. Nee, die sind... Ja, das sieht man nur, wenn man die UV-Lampe irgendwie hat. Ich sehe das jetzt gar nicht mehr bei dir, wie wir das bei Fabio hatten. Okay, nimm mal die UV-Lampe. Gib mir mal die Lampe. Da ist sie. Nimm sie dir.
Beim Blümcher. Da schon die ganze wegklauen. Nina? Ich kann die nicht anmachen. Hey, du hast die an, du Vogel. Ich hab die nicht an. Die ist an. Hä, mit der Maus? Ich hab die bei mir nicht an. Nina, sag ihr bitte, dass die Lampe an ist. Dann mach doch Rechtsklick. Ah. Jetzt ist sie aus bei mir. Oha, ich sehe. Oha, guck mal, hier ist ja ein Pfeil. Krass. Wie ist das ein Kind? Oh, das, Kind. Das kleine Kind in der Anstalt, Alter. Das waren Zeiten, ey. Oh mein Gott. Oh, Mann, mein Handy. Mach es doch aus. Oh Gott, ich muss da. Oh, fuck. Ich guck das Kind so an, auf einmal diese Vibration. Boah, Hilfe. Fühl ich. Oh, ey, Digga, Fabi snappt wieder, aber antwortet nicht auf meine Kacknachricht. Macht mich immer so aggressiv. Ey. Hier, warte, da, guckt euch jetzt mal hinter dich. Da, das hier ist auch ja, alles. Ich seh das nicht, wenn du die hältst. Jetzt ach, doch, oha. Oha. Ist jetzt an oder aus? Ich mach an. Die ist bei mir an. Jetzt ist sie aus. Die ist bei mir an. Jetzt ist sie aus. Jetzt ist. Bei mir ist sie aus. Oh, da sind ja auch die Fußspuren. Ja, ne? Zu der Eulen hier. Krass. Und dann stehen hier so Sachen an den Sachen, also an den. Was steht denn da? Weil ich sehe es nicht, bei mir ist sie ja aus. Where am I? Hier, nimm mal die Lampe. Wollen wir nicht mal so langsam starten? Wir hocken jetzt hier schon knapp 7 Minuten in der Lobby. Alter, wie auch. Ja, hier stehen auch noch welche hier, Nina. Das Kreuz und dann so run. Geil. Don't talk to them. Ja, ich weiß nicht. Das Bild hängt auch im Van. Ich finde das ganz gut. So are these people. Eigentlich auch. Guck mal das Kind da oben an. Stell dich mal hier hin und guck mal. Da, welches Kind? Was steht denn da? I'm under the cabin, help me. Ja, und dann sind da so zwei. Das Kind sieht so scheiße aus. Das ist kein Kind, das ist ein Geistermodell. Also das ist ein Modell. Hier, guck mal auf den Van. Hier stehen auch Sachen drauf. Und das guckt dich die ganze Zeit an. Nee, oder hier, stay beim Basketballkorb. Oha, Alter, hier, da stehen dann überall Sechsen. Sechse. Bei mir ist einfach die UV-Lampe aus, ey. Das ist einfach verbuggt. Toll. Aber ich find's krass, was hier so auf dem Van so steht, so mit diesem Stay, Wait, Help Me. Das ist seit dem Halloween-Update so. Also seit 30. 31. oder 30.10. Ich vergesse das immer. Wann ist Halloween? Ja, gut, dass ich nicht bereit bin, meine Lieben. Hab ich doch! Ja, ich starte jetzt, ne? Okay. So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Ich hatte gerade einen Stock im Arsch. Einfach mit Fini jetzt, Alter. Anwesend? Es wird so oft in den Kommentaren stehen, wo Ferb ist. Und die Story dazu ist einfach so sad, ne? Nein, wir spielen heute mit Laura und Nina. Hallo. Hallo. Ich glaube, Laura ist in der Leitung stecken geblieben. Will nicht hier sein. Ja. Laura direkt schon kein Bock mehr. Glaube ich. Oh, bringen Sie einen Laura, heute werden Beweise gesucht, okay? Hörst du sie auch so abgehakt? Ja. Okay. Wer nimmt denn was? Ich habe EMF und Video. Laura, gehst du ohne irgendwas da rein? Laura, ist das dein Scheiß Ernst? Nina, hilf mir! George Taylor! Sie ist so ein Miststück, ne? Wie sollen wir so Beweise finden? Die Tür ist... Oh. Die Tür ist so. Nina, nimm bitte nicht den Schlüssel. Hast du? Ja. Dann ist sie zu doof dafür. Guck mal, jetzt geht's sie wieder. Jetzt ist sie beleidigt. Laura... Schnell, wir müssen Beweise suchen. Hatten wir EMF oder? Ich hab EMF. Oh, Alter, was ist Laura. Temperatur? Oh mein Gott. Sag das nicht, Laura. Haben wir das vergessen? Sag, ich kauf kein Thermometer wegen Gefrieratem. Nina, hier liegen die Tarotkarten.
Oh mein Gott, die liegen da einfach. Aber das darf Laura nicht wissen. Das sind die? Das sind die. Es tut mir leid, ich muss die vor Laura verstecken. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was dann passiert eigentlich? Ich hab's gesehen, es ist nichts. Du kannst halt direkt sterben oder Sanity bekommst. Das ist wie so ein Kartenspiel. Du kannst halt Glückskarten ziehen, ne? Du kannst halt Sanity dazu bekommen, welche verlieren, der kann sofort handeln, du kannst sterben, solche Sachen. Aber ich muss dich verstecken. Ja, das klingt doch gut. Nee. Bitte, bitte sag. Bitte. Nein, Nina, ich bitte dich nicht. Oh, sie kommt. Laura! Mein schöner Sternenhimmel. Was habt ihr gemacht? Also, wir haben den Himmel bewundert. Wir haben den Himmel bewundert, nichts weiter. Oh, Laura, das rauscht voll. Das ist die Box. Oh, Laura! Guck mal, wie sie da hochstolziert, Alter, wie in der Armee. Ich bin... Laura! Das Abgehackte macht's noch besser. Das ist furchtbar. Hä, lass ihn mal einsperren. Ja, bitte. Oh, kann Laura, ich glaube, der hantet. Ja, ja, ne? Natürlich. Ich glaube, der hantet. Die Hand! Oh nein, sie ist raus! Was? Scheiße. Jetzt geht's, guck mal, jetzt geht's in einen anderen Raum. Oh, Laura. Ich will den Knochen finden. Apropos Knochen. Ich mach natürlich ein Foto, ne? Ist ja klar. Such dir mal weiter, ich hol mal Foto, ne? Und so. Ja, ich hab noch das Buch mit. Ja. Und Laura hat Box. Und den Geist im Nacken. Oh no, Laura hat gerade geschrieben, dass sie uns nicht mehr hört. Auch nicht über Funk? Anscheinend nicht. Ja dann. Laura, ich habe die Tarotkarten gefunden, ne? Ich wollte es nur sagen. Aber ich sag ihr nicht wo. Imagine, ich sag ihr wo. Das wäre ja selten dämlich. So, ich gucke jetzt nach Orbs. Orbs ist immer ein gutes Zeichen. Sag mal, was war das denn? Nina, mach das Handy aus. Nina! Oh. Oh. Ups. Oh, ich fand das so geil, als ich mit Laura gespielt habe. Da hatten wir einen Orb im Van. Also nicht im Van. In der Garage des Hauses. Im Bulli. Also im Auto. Ich hatte doch gerade wer Wasser angemacht. Hä? Was machen wir denn jetzt mit Laura? Weiß ich nicht. Umbringen. Okay. Solange sie die Karten nicht findet, ist mir eigentlich alles egal. Wir spielen halt mit Laura, ne? Was sollen wir erwarten? Weißt du, Widget? Die kann Widget nicht. Die kann Phasmo nicht, weil sie da nur Scheiße baut. Die kann gar nichts. Und in Widget beschwert sie sich immer, ich werd gefangen. Nichts kriegt die geschissen. So, hier unten ist nichts. Hört sie uns wieder, dann gibt's einen. Alter, wenn die uns hört, dann... Hier auch nicht hier hinten. Gar nichts, ne? Aber obwohl, warte, ich war nicht im Keller. Keller. Ich war nicht im Keller. Ich krieg die Tür nicht auf. Ah. Ja, das ist, ne? Ich krieg die Tür nicht auf. Ich will halt eigentlich nur einen Orb, ne? Sag mal, Laura, hörst du uns wirklich nicht? Die tut safe nur so. Ich habe ja gesagt, dass wir die Tarotkarten gefunden haben. Wenn die uns wirklich hört, dann ist vorbei. Die sucht die jetzt wie so ein penetrantes etwas. So richtig. Tarotkarten. Vor allem, sie hat es vor der Runde noch gesagt, dass sie hofft, dass es die Karten sind. Und sie hatte einfach recht. Es ist einfach typisch wieder ihr Glück. Sag mal, lass die Tastatur heile. Das Buch sieht ja auch ganz anders. Laura! Can you hear us? I ask you. Ja, oder wir müssen halt nochmal neu starten oder so. Nee, das wäre ja zu einfach. Das ist ja verlorenes Geld. Das ist ja... Nee, also nicht verlorenes Geld, aber... Das ist schlecht für die Rente. Laura hat auch geschrieben, höre das ganze Game nicht mehr. Ach so. Ja, dann ist es wahrscheinlich...
Hä? Das ist komisch. Ja, dann muss sie sowieso neu starten. Also das ganze Game meine ich jetzt und dann neu nachjoinen. No. Weil, ja, aber ich finde, ich habe hier keine Orbs. Der Geist macht nichts. Das bin ich oben mit den Türen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich finde es blöd, dass wir kein Thermometer haben. Das Thermometer, finde ich, verwirrt nur noch. Wenn man Gefrier hat, dann sieht man es an dem Atem. Also relativ eindeutig halt. Okay, sie hat das Spiel geschlossen. Ja, aber manchmal ist halt auch kälter und dann sieht man das. Also so nicht Gefrier, aber so ein bisschen kälter. Ja, aber das verwirrt einen halt nur noch mehr, wo der Raum ist. Weil es meist gar nicht da kalt ist, wo er eigentlich ist, weil, keine Ahnung, verbuggt oder so. Ich habe hier oben, ich habe hier nirgendwo Orbs im ganzen Haus. Ich muss mit EMF gucken. Hä, es ist einfach kein Geist hier, wir können wieder gehen. Ja, wahrscheinlich falsche Adresse, ne? Na. Gib mir ein Zeichen. Er hat hier Bilder umgeschmissen. Nina, er hat hier im Wohnzimmer, echt? Falls Laura das nicht war, das Bild umgeschmissen. Warte. Solange Laura das nicht war. Warte, ich guck. Ich bin zu fett für das Sofa. Was soll das? Warte, ich gucke jetzt hier nach Orbs. Warte. Also Fingerabdrücke sind hier nicht. Oh, oh Gott, er hat mich angehauen. Ja, mich auch. Oh mein Gott. Aber es kam. Ja, dann ist er. Der ist hier. Aber es ist von hier, denke ich dann. Der ist hier. Ich leg mal das. Dass ich zu fett bin, um das Sofa. Das ist ja. So, warte, ich platziere hier eine Kamera. Na, komm. Komm. Mhm. So. Ich hoffe, die. Ja, passt. Ja, und dann hole ich neue Sachen. Wo ist Laura denn disconnected? Weil sie hat ja die Box, ne? Stimmt. Ich glaube, im Wohnzimmer da. Oder ich platziere da erstmal noch eine neue Kamera und Dots. Also, Orbs können wir ausschließen. Orbs haben wir nicht. Ja, Punkt. Ich stehe ein bisschen im Weg. Alles gut, ich war gerade im Journal. Ich platziere jetzt Dots. Und gucke, wo Laura gestorben ist. Also gestorben. Ja, sie ist für mich gestorben, so deswegen. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. So, zweite Kamera steht. Und Laura ist einfach, ja, disconnected. Sie hatte einfach den Bewegungssensor dabei. Imagine. Oh mein. Oh Gott. Ach Event. Nee. Ist ein Event. Die Tür ist nicht zugegangen. Aber ich hatte jetzt auch keine. Aber die ist hier. Warte mal. Aber EMF ist auch an. Reagiert auf alle. Bist du hier? Ob du hier bist, habe ich dich gefragt. die Box hört mich wieder nicht. Wo bist du? Quatsch du mal mit der Box. Bei mir kommt kein X. Haben wir? Jo, warte, ich mache hier mal Salz hin. Wir haben nicht mal einen Bewegungssensor als Aufgabe. Okay, Salz, ja. Ey, ich mag keine Menschen, die Bewegungssensor in Häuser mitnehmen, obwohl es die Aufgabe nicht ist. Ich meine, es ist am Ende egal, ne? Er hat gesprochen. Auf die Box? Echt? Auf die Box? Ich hab's nicht gehört. Ja, er hat so ja gesagt in seiner dunklen Stimme. Ja, okay, alles klar. Okay, alles klar. Ich komme rein und bringe. Weiß nicht. Ich guck erst nach Dots, warte. Ich gucke erst nach Dots. Event. Definitiv hier. Ja, Event. Der zeigt sich ganz schön viel. Ich bringe mal eine Kamera mit. Vielleicht kriege ich ein Foto von dem. 10. Versteck dich. Versteck dich! Nina! Oha. Oh, Nina. Oh mein Gott. Alter, wie du hier liegst, ne? Schreib in das Buch. Mist. Ich dachte, das wäre...
hantet der so oft? Alter, ich krieg hier fast einen Herzinfarkt. Oh mein Gott. What in the world? Warte, ich muss mich mal ganz kurz sammeln. Der hat ja... Was ist los mit dem? Was ist das für ein Geist? Hä? Warte mal, ich muss mal ganz kurz sammeln. Also, wir hatten Box. Ja, und Orbs schließe ich aus. Ich guck jetzt mal, ob wir... Ja, ich guck jetzt mal, ob wir Dots haben. Ein Foto habe ich von dir noch gekriegt, ja. So. Also Orbs relativ eindeutig. Dass wir keine haben. Das Orb relativ eindeutig, dass wir keine haben. Ich habe ja auch 0% Sanity. Aber wir haben Geisterbox. Juray kann es nicht sein. Ja, ich nehme Sanity-Pillen, ne? Ja, da geht ja sonst gar nichts. So. 70% und dann frage ich ihn, was Phase ist. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Klopfe ans Fenster. Öffne eine Tür. Schreib in das Buch. Wo liegt denn? Ja, Event, komm her. Ich habe ein Foto gemacht und er ist verschwunden. Es ist ein Phantom. Ich habe ein Foto gekriegt und er ist instant verschwunden. Es ist ein Phantom. Wir können fahren. Ist ein Phantom. Ach, meine Phasmophobia-Skills wieder. Ha. Herr Nina, bitte Phantom einloggen, weil, ne? Wenn du einen Grund haben willst, dann liest dir unter Geisterphantom durch. Aber ich will mal ganz kurz gucken. Geister, Phantom. Okay, Box. Fingerabdrücke. Hä? Fingerabdrücke und Dots? Fingerabdrücke und Dots. Das heißt, es müssten Dots sein. Aber er ist halt instant verschwunden, als ich das Foto gemacht habe. Kerze? Ich mache noch eine Kerze an, warte. Kerze mache ich jetzt noch eben an. Moment. So, ein Friedenskerzchen. Ich muss dich ja beerdigen, du bist ja gestorben. Deswegen. So. Frag mal Laura, wann sie wiederkommt. Puste die Kerze aus. Fingerabdrücke. Kannst du mir noch nicht erzählen. Und Dots. Puste die Kerze aus. Klopfe ans Fenster. Öffne eine Tür. Ich warte jetzt, bis er die Kerze ausmacht und dann verpiesel ich mich. Was ist denn, also ich hoffe, dass mit dem Foto stimmt, ne, mit Phantom. Wie gesagt, ich warte jetzt, bis er die Kerze auspustet. Und, warte, Phantom, senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Fotografieren sie das Phantom, verschwindet es temporär. Ja, okay, gut. Ich habe ihm jetzt mehrmals gesagt, dass er die Kerze ausblasen soll. Kerze, bitte gehe aus. Geist, blas der Kerze einen. Bitte.
Ja, aber dass es Dots sein müssten, finde ich komisch, weil wir haben keine Dots. Stand jetzt. Aber, also, der macht die Kerze nicht aus. Und das ist doch langweilig für euch. Ich fahre jetzt. Sag auch Phantom. Also, ich hoffe, es war ein Phantom. Es ist halt sofort verschwunden. Sofort. Instant. Perfekt. Das war kein Phantom. Aber es ist verschwunden. Es ist einfach genau in dem Moment, wo ich das Foto gemacht habe, verschwunden. Oh Mann. $80. Hey, immer bin ich am Sterb. Ich hasse das. Weißt du, diese Geistereigenschaften, ne, die gehen mir in letzter Zeit, sind die richtig fatal. Ein Yokai reagiert zwar auf Stimmen, aber irgendwie auch nicht. Ein Yurei senkt nicht mehr den Geisteszustandswert so extrem enorm. Ein Phantom, ne, hier, ne, Bild gemacht, verschwunden, stimmt am Ende auch nicht. Ich krieg einen Anfall. Das stimmt alles. Oh, der Ball ist hier drunter gerollt und jetzt komme ich da nicht mehr dran. Und ein Dämon huntet auch nicht mehr überdurchschnittlich viel. Das machen nämlich alle Geister. Es ist einfach so dieses, ne, was die Geister... was die Geister ausgemacht haben, ist nicht mehr. Also, so gar nicht, weil... Naja, krass. Das finde ich voll scheiße. Danach kannst du nicht mehr ausschließen. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn man vor gut einem Jahr Phasmo gespielt hat, ne, und man, ne, Geister, die viel handeln, auch trotz hoher Sanity, immer Dämon, war immer ein Dämon. Jetzt kann es alles sein. Ja, das ist kacke. Das ist voll scheiße. Ich komme nicht an den Ball dran. Na, warte, braucht Laura noch den Code? Ja, auch nicht. Den Code? Ich glaub nicht, also hat geschrieben, sie kommt sofort. Sie ist schon wieder in-game. Ich hätte aber schon Bock gleich auf eine Runde Widget. Muss ich ja zugeben. Also nicht, dass wir hier nebenbei parallel noch und so. Das ist ja, ne, ist ja gelungen. Ja, Widget können wir auch machen. Ja, ich hätte schon Bock drauf. Aber wenn Laura gucken, sucht, mit Laura klappt. Wenn Laura sucht, dann ist halt immer 5 Minuten Langeweile, so, ne? Ich meine, er hört doch oft alles. Das ist Umweltverschmutzung. Bau doch lieber den Schiefenturm von Pisa. Oh. Ja, okay, warte. Hä, warum kannst du das so gut? Weiß ich nicht. Ich mach das schon ein bisschen länger, weißt du? So richtig. Ja, weiß ich nicht. In VR geht das richtig geil. Hatte Fabio mir gezeigt. Der hatte fast nur in VR gespielt. Muss ich auch unbedingt mal machen. Da kannst du die Dinger sogar umdrehen. Oh. Ja, weil wegen VR und so, ne? Und da kannst du auch. Ja, du kannst auch vor allem aus der Haustür rausgehen, wenn der huntet. Also. Obwohl, ja, hat er mir gezeigt, habe ich live in Aufnahme gesehen, wie er fängt an zu handeln, er erstmal direkt raus und wow. Ja, und ich weiß nicht, der kam dann wieder rein und im Leben ist das nicht gewollt von dem Entwickler, aber es geht halt stand jetzt und ja, es wird Zeit, dass ich VR spiele. Wie oft ich schon in dieser Tür stand und nicht rausgekommen bin. Ich verstehe, ich kann, das ist, weißt du, das ist so ein Ding bei Anfängern, ne? Die glauben einem immer nie. Die glauben ihm das nicht. Wenn man sagt, als erfahrene Spieler, die Haustüren sind zu, wenn der handelt. Die gucken alle nach, ne, hören dann dieses Geräusch, dass die Tür nicht aufgeht mit so einem Schlüssel. Die Tür geht nicht auf, die Tür geht nicht auf. Wie so verrückte Hühner. Und dann wundern die sich, oh, wann bin ich denn gestorben? Ich war doch draußen oder so ähnlich halt, ne? Ey, ganz ehrlich, jeder Neuling, jeder. Nee. Dass die einem das nicht glauben. Als würden die einen verarschen. Todesangst. Ja, das kann ich mir vorstellen, ne? So aus Panik, ne?
aus dem Haus rausgehen, weil man so gerade noch weiß, wo die Haustür war, das kann ich verstehen. Aber die beharren dann da drauf. Die bleiben dann da stehen und sagen, die Tür ist zu, oh, ich komm nicht raus. Oha. Oha. Guck mal. Oha, wunderschön. Oha, Respekt. Ich würde hier gerne auf den Tisch drauf gehen, hier so bei die Box oder so. In VR geht das? Weiß ich nicht. Warte, ist die UV-Lampe jetzt bei dir an oder aus? An. Okay, gut. Das war vorhin genau andersrum. Das ist voll komisch. Ach, wahrscheinlich, weil ihr erst danach in die Lobby gekommen seid. Ja, wahrscheinlich. Für Laura müsste sie jetzt nämlich aus sein. Ja? Laura! Ja, das kommt doch, wenn man den Geist ruft. Dann schmeißt einen das Spiel raus. Das ist so ein Anti-Cheat-Text. Ganz ehrlich, ich finde es eigentlich, mal jetzt mal ohne Scheiß, ne? Für alle Trolls da draußen. Wenn die wirklich ein Ingame trollen, hat der Host nicht die Möglichkeit, die in der Runde zu kicken. Gar nicht. Das ist eigentlich voll scheiße. Und ganz ehrlich. Ich finde es frech, dass du gerade von mir auf Trolls kommst. Ja, es tut mir leid, ne? Aber du benimmst dich halt so. Ja. Ich mach einfach ihren Turm kaputt. Ey, ich habe da so viel Mühe gegeben. Es sieht halt auch einfach aus wie ein Müllhaufen. Ich mach mit. Ey, kanntet ihr diese Kindergartenkinder, die zu euch auf den Bauteppich gekommen sind? Du hast gerade den Spaß deines Lebens und dann kommt da so ein Kind. Ich helf dir, ich weiß, was du baust. Und dann macht es irgendeine Scheiße. Ich hab das gehasst. Diese Kinder, ne, Alter, ich hätte die am liebsten verprügelt. Ich hab das so gehasst, ne? Deswegen bin ich im Kindergarten, ich hab nie mit Lego gespielt. Nie. Und wenn du dann mal sagst, ne, nee, ich spiele nicht mit Lego, die anderen machen mir das immer kaputt, sagen die jetzt hier immer, nein, die machen dir das doch nicht kaputt, ich achte drauf. Und wenn dann ein dummes Kind kommt, dann heißt es immer, ja, spiel doch zusammen. Jedes Mal wollte ich um mich schlagen und irgendwen verprügeln. Es war einfach, nee, ich hab das so gehasst, ne. Wenn man als Dreijähriger schlauer ist als der Erzieher, ne, es ist einfach traurig. Es ist einfach traurig. Weiß ich nicht. Es ist eigentlich. Nee, da will ich einfach in die Ecke und heulen. Das ist einfach. Oh, ich muss einen Job suchen. Komm, ich nehme jetzt das Farmhaus, damit Laura sich so richtig einscheißt. Nina ist einfach gestorben. Laura. Die ist einfach gestorben. Weil du sie alleine. Du hast sie im Stich gelassen. Ey. Du hast sie voll im Stich gelassen, Alter. Das kannst du doch nicht. Geht doch nie. Laura. Schämst du dich nicht? Du hast sie nicht gecarried, du Arsch. Ich hab sie nicht gecarried? Ist das dein Ernst? I don't care. So. Ist so. Deine Aufgabe als Mann, also bitte. Halt die Fresse, ich hab Titten. Mann. Lass mich. Was für ein Mann. Hä, kann ich, auf bereit drücken, ja? Ich kaufe jetzt ein Thermometer. Ja, bitte. Bitte. Solange du das nicht mir aufbringst. Wie sie auf ihr Thermometer beharrt. Nee, ich nehme das schon. Ja, okay, gut. Drück mal bereit. Taschenlampen. Ja, starke Taschenlampen. Ihr braucht starke Taschenlampen. Ja, wir haben noch zwei normale. Wir sind arm. Ihr habt eine normale. Passt schon. Ihr habt du eine. Bist verwöhnt. Zwei. Hä? Oha, ihr Noobs. Hä, bei mir sind da zwei. Bei mir auch. Passt schon. Tag. Meine. Tag, hallo. Wie ihr euch einfach eine normale Taschenlampe gekauft habt. Boah, ich blind dich mit meiner normalen Taschenlampe. Vor allem dieses Ding sieht einfach aus wie Luke Skywalkers Lichtschwert. Das ist furchtbar. Und mit meinem Thermometer. Thermometer ist so vorbei. Du bist absolut unterkühlt. Warte. Fühl nochmal. Ja, warte. Ja, auch unterkühlt. Was habe ich denn für Werte, Frau Doktor? Gucken Sie bitte nochmal. Haben wir das Ding, womit wir mit Geister reden können? Laura, guck mal 9 bitte. 9 Grad. Laura, warte, Lauras Assistentin, die muss zugucken. Frau Assistentin, was habe ich denn für Werte? Oh, jetzt 11 Grad. Soll ich es noch ein bisschen reinschieben? Soll ich es noch ein bisschen reinschieben? Das ist gut.
Ich hätte das gerne auf Video. Ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder abbricht. Ah, das wird schon nicht. Sind Sie sicher? Sanity ist da sogar runtergegangen. Ja, ja, natürlich, klar. Das kommt davon. Wenn man mir das Thermometer in den Arsch schiebt, dann geht die Sanity runter, ich verstehe. Nimmt wer EMF mit? Wir dich angucken. Ich nehme EMF mit. Und Kamera. Okay. Haben wir das Ding, womit wir mit Geister reden können? Die Geisterbox da mit dem orangen Display. Oha, Laura, die richtig Bock. Ah, das will ich haben. Kein Mensch will die Geisterbox haben, außer Laura. Ich nehm die in letzter Zeit gerne. Ich weiß nicht warum. Wir haben eine Karen. Wir haben eine Karen, die heißt Karen Smith. Oh no. Was ist denn an, jetzt müsst ihr mich aufklären, was ist denn an Karen so besonders? Das sind halt einfach Kevins. Ich will mal den Manager. Die sind alles. Ach, das ist, Frauen. Ach, das ist die weibliche Form von Kevins. Ach so, sag das doch. Hallo. Wir haben... Karen! Passt auf, wir haben hier einen Orb im Eingangsbereich. Echt? Ja, wir haben hier einen Orb, genau hier. Also ist der direkt hier? Der ist hier. Ey, das finde ich super. Mega. Das finde ich super sympathisch. Das finde ich total geil. Ich platziere mal eine Kamera, ne, und lege EMF hin. Let's go. Ja, Temperatur ist ganz normal. Noch. Der Raum, wie soll der Raum jetzt ausgekühlt sein? Laura, bleib mal alleine mit der Geisterbox da drinnen. Der kann noch nicht. Der kann. Ja, nein, weil der kann noch nicht handeln. Und der reagiert nur auf Einzelpersonen, deswegen. So, hier Dots. Stimmt. Also soll ich jetzt die gearscht, wenn ich hier. Der kann noch nicht handeln. Der kann noch nicht handeln. Wir sind auch fortgeschritten. Du machst jetzt hier die Tür zu und sprichst mit dem und fragst ihn, wo er ist. Wenn er dir antwortet, dann ist das ein Beweis. Frag ihn, wo er ist, wie alt er ist. Aber frag ihn bitte nicht, wie es ihm geht. Haben wir gar kein heiliges Kruzifix? Heiliges Kruzifix? Nein, leider nicht. Wie sie einfach da drin steht. Bist du hier? Achso. Ich hab's nicht. Verpiss dich! Karen reden. Ich will mit Karen. Karen Smith. Ja, komm, Nina, wir gehen. Wir gucken nach Dots. Wir gucken nach Dots. Wie geht's dir? Der ist einfach im Eingangsbereich. Weißt du, das sind. Ich hatte. Das ist jetzt schon bestimmt ein Monat her, aber. Soll ich über Funk dranbleiben, damit. Nein. Nur über Box. Ich hatte letztens eine Runde, ist schon ein bisschen länger her. Jetzt sei ruhig! Da ist der Orb. Oh ja, und der Orb. Was wollte ich sagen? Ich hatte letztens, ist schon ein bisschen länger her. Bist du Karen? Hast du schon Kinder? Laura, ich komm dir da gleich rein und dreh dir dein Mischpultkabel raus oder so. Ich wollte doch nur sagen. Halt jetzt die Fresse. Wir hatten eine Runde in der Highschool. Und da war er, der Geist. Nein, nicht Laura sagen. So wie die labert. Ich sag dir nicht, dass es dort sind. Sag ihr nicht, dass es dort sind. Die triggert den die ganze. Wir hatten eine. Ich glaub, die ist hier. Fuck. Du glaubst? Du glaubst? Mist, stimmt irgendwas. Nee, jetzt sag ich's nicht mehr. Nee. Ich hab die gehört. Halt die Fresse. Hä, so sieht das aus, wenn das Dots sind. Das sind Dots, ja. Ah ja, die sind neu. Dann haben wir ja schon zwei Sachen. Ja, easy, ne? Easy going. Ja, hat's gut gemacht, Laura. Wir haben schon zwei Sachen. Die hat nur hart gemacht, deswegen. die hat dich ausgelacht. Geil. Ich geh mal nach Knochen und so suchen. Also wir haben Dots und Geister. Nee. Gefrier und Finger. Wenn ich jetzt gleich wieder die Tarotkarten finde, ne, dann weine ich. Übrigens, Laura, wir hatten vorhin in der Runde, jetzt gerade eben, wo du rausgeflogen bist, hatten wir Tarotkarten. Ich habe die fotografiert und vor dir verheimlicht, weil du uns nicht gehört hast. Es tut mir leid. Also eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid, weil Nina hat einfach eiskalt mitgespielt und ich find's gut. Also ich weiß du weißt von nichts, ja, wahrscheinlich. Mensch. Ja, natürlich. Sie steht hier draußen und ruft. Ja, natürlich. Das ist Laura. Die Kackbratze. Das machen die alle irgendwie. Ich habe mit den falschen Leuten zu tun, habe ich das Gefühl.
Ja, aber ins, Fingerabdrücke sind hier nicht und ins Buch schreibt ihr auch. Ja, im Eingangsbereich Fingerabdrücke sind halt auch schwierig, ne? Irgendwie, glaube ich. Ja, du musst halt an Fenstern gucken, ne? Oder Lichtschalter. Aber fürs Lichtschalter sollte halt der Strom an sein, ne? Kannst du. Ist ja nicht an. Und es könnte noch ein Raiju sein. Und wenn da der Strom an ist, Halleluja. Das macht den nämlich. Das lädt den auf. Stromo lädt den Raiju auf, dann ist der richtig aggressiv. Ich habe es am eigenen Leibe erfahren. Der dreht am Amok. Ey, wie ich einfach schon wieder keinen Knochen finde. Die haben einfach den Knochen rausprogrammiert. Was soll das? Schon die dritte Runde-Folge, wo ich heute keinen Knochen habe. Was soll denn die Scheiße? Wir hätten da die Geisterbox laufen. I mean, love, oh, love. I gotta tell you feel about you, cause I, oh, I can go a minute without your love. Like the satellite, I'm in orbit all the way around. Was macht die Frau? Halt, tut doch, nee, ganz ehrlich, ich hab die ganze Zeit Nina was erzählen wollen, ne? Und du hast die ganze Zeit dazwischen gelabert, als du hier drin warst, ne? Jetzt bin ich dran. So, ne, like a satellite, I'm in orbit all the way around you, cause I, oh, I can go a minute without your love. Like a satellite, Das ist anstrengend. Mit Laura ist es echt anstrengend. Sie zeigt sich. Ich hab Foto dabei. Scheiße, ich hatte Foto dabei, aber hab kein Foto gekriegt. Die hat mir kein Autogramm gegeben, die Mistkuh. Hä, warum war meine Kamera so verpixelt? Ja, weil die in der Nähe war. Ja, dann ist die verpixelt. Was soll denn das? Ja, das ist neu. Das ist aber ganz normal. Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie so eine Geistfähigkeit. Nein, das ist nichts Spezielles. Nein. Wenn der Geist sich zeigt oder huntet, dann ist das mit allen Geräten so. Dann tickt doch auch EMF durch. Und die Dots blinken auf und alles. Und bla und blub. So das Übliche halt. Meine Spiritbox hat auch angezeigt, dass... Ja, da okay, siehst du das. Aber EMF hat nicht ausgeschlagen. Und Temperatur ist immer noch nicht. EMF hat bei dem Event nicht ausgeschlagen? Oh, sie huntet. Sie singt. Schrecklich. Oh nein. Sie huntet. Nina, ich war nicht schuld. Ich höre Nina durch die Tür. Nina ist tot. Du hast Nina geopfert. Ich glaube, Nina ist tot. Du glaubst? Ich war nicht schuld. Ich habe nichts gesagt. Nina ist tot. Nina ist tot, da ist ihre Leiche. Nina, es tut mir leid, Laura hat dich geopfert. Ja, wie sie lacht, ey. Wie so ein Miststück. Ich hab nichts gemacht, als sie reingegangen ist. Ich hab auch so aufpassen. Imagine, sie hat nichts gemacht. Oh, Nina. Nein. Oh, Nina. Nein. Oh, Laura, ich glaube, sie handelt. Versteck dich. Nee. Ich hoffe, sie handelt jetzt. Carol! Caroline! Ah ne, Karen heißt sie. Laura ist tot! Ah, lol! Wie mir das irgendwie überhaupt nicht leid tut. So, ihr zwei. Ich stehe jetzt hier am Eingang, sammle meine Beweise und ihr seid beide tot. Alter, sieht aus, als hätte ich Mord begangen hier. So, Avada Kedavra und da ist blaues Licht. Ja. Blau. So, ich guck da mal, was für Beweise wir haben, ne? Hatten wir jetzt eigentlich Geisterbox? Beim Handen zählt die Geisterbox nicht, ne? Nur mal so. So, Buch kann es nicht mehr sein. EMF, Finger, Box und Gefrier. So, wir haben Dots und Orb. Ach ja, stimmt, wir haben ja Dots. Stimmt. Und Orb. Hört auf, da Sachen hinzuschmeißen. Sag mal, meinst du, ich sehe das nicht?
Ich sehe das. Alter, wie sie einfach die Leiche schundet. Lara ist einfach... Lara, sag ich schon wieder. Laura ist einfach richtig bemitleidet auf ihre Leiche. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Kruzifix haben wir leider nicht. Hm, tragisch. Gut, dass wir Sanity-Pillen haben. Davon nehme ich jetzt erstmal zwei. So. Nee, jetzt mal ohne Witz. Habt ihr irgendwelche Beweise? Also hier hatten wir EMF5, hatten wir Fingerabdrücke, hatten wir nicht, hat Nina gesagt. Geisterbox, glaube ich, hätte ich gehört. Ja, und Gefrier? Gefrier hätte ich jetzt aber zum Schluss gesehen, ne? Dann wäre es ein Jural. Okay, da sind auf jeden Fall Dots. Ist eine Kriecherfotze. Oh, ist eine Kriecherfotze. Bei mir haben Geister Namen, es tut mir leid. Verpiss dich. Was? Nina, bist du es? Nina, wenn du es bist, ne? Gut gemacht mit Laura, sehr gut. Laura, falls du es bist, Opfer. Ja, Orbs und Dots. Relativ eindeutig. Nicht nur relativ. Aber, naja. Was haben wir denn noch für Beweise? Kann mal bitte jemand mit Gegenstand in den Van kommen und ich frage dann, was für Beweise wir hatten und ja, und so weiter. Und dann hier sowas wie einmal werfen, ja, zweimal werfen, nein. Hallo. Ja, sehr gut. Warte, wir machen es anders. Wir machen es anders. Einmal werfen, ja, und gar nicht werfen, nein. Hatten wir EMF5? Okay. Hatten wir Fingerabdrücke? Hatten wir Box? Gefrier? Warum frage ich eigentlich? Ihr seid ja voll inkompetent. Hä? Jetzt muss ich da reingehen und gucken, sag mal. Haben die beiden Fotos eigentlich von den Leichen gezählt? Ja. Aber Laura hatte mit der Box geredet. Schreib in das Buch. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Rede mit mir. Schreib in das Buch. Gib mir ein Zeichen. Wisst ihr, wie viel Schiss ich gerade habe? Ich meine ja nur. Ja, ich habe keine Ahnung. Also Box ist es nicht. Gefrier ist es by the way auch nicht. Finger hatte Nina auch nicht. Warte. Dann sage ich, es ist EMF. Dann sage ich, es ist ein Raiju. Ich fahre, ich sage, es ist ein Raiju. Wenn ihr mögt, Raiju einloggen. Komm, bitte lass es ein Raiju gewesen sein. Komm, alles andere macht keinen Sinn. Obwohl, ne? Es war einfach. Oha, ich hatte Luca. Einfach. Oha, ich bin einfach Profi in dem Game. Was hattet ihr geraten? Ich habe dann auch Raiju gemacht. Ja, sehr gut. Hast du erstmal fett. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ja, weil du aber halt EMF hat doch wirklich nicht ausgeschlagen. Ich habe gerade noch... Ja, aber alles andere hat halt keinen Sinn gemacht, ne? Mit der Box habe ich gerade zum Schluss gequatscht. Finger meintest du, hätten wir keine. Gefrier hätte ich sehen können. Anhand von Atem. Und dann blieb ja nur noch EMF. Also es war Ausschlussverfahren. Ja, stimmt. Ich habe erstmal fett das ist einfach lustig. Dollar gekriegt. Ja. Das ist lustig, wie Laura meine Leiche geteabagged hat. Und ach, das dann war Laura. Ist. Wer war da jetzt gerade eben im Van bei mir?
den ich... Ja, ich war da. Alter, warum frage ich dich, wenn wir nichts haben? So wie, ja, es war halt nichts. Was soll ich denn dann sagen? Ja, imagine. Da hättest du mir halt irgendein Zeichen geben. Ach, passt. Alles gut. Ich lag ja richtig. Ist ja, hätte die Dose vom Kopf werfen können. Das sehe ich ja leider nicht. Stimmt. Also, ich sehe sie halt nur fliegen. Das wäre geil, wenn die da abprallen würde, so dong. Ist so. Mit dem Sound. Original. So. Es wäre geil gewesen, wenn wir zum Beispiel diverse Geräte ausschlagen können, so zum Beispiel ein Buch schreiben oder mit per Spirit das Box mit dir reden können. Ich weiß. Okay, ich muss zugeben, die Spirit Box wäre mega funny. Das wäre mega lustig. Aber Buch ist wäre halt unfair für Anfänger oder generell einfach, weil es ist ja ein Beweis. Das wäre ja, wie soll man das sagen? Das wäre ja Fälschung, das wäre ja eine falsche Fährte. Das ist ja voll gemein für die noch leben. Deswegen meine ich. Da kommt drauf an, was man da reinschreibt. Ich hätte jetzt so gedacht, dass man Penis reinmachen könnte. okay, gut, das wäre vielleicht noch lustig. Ey, dieser Ball geht einfach nicht in Koop, das ist Schiebung. Nee, ich würde es dir ja zeigen, ne, wie es ein Pro. Du musst das von unten machen. Ja, ohne so Scheiß. Ja, und dann rein. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann fällt dir sogar wieder von oben wieder rein. Ich würde es dir ja zeigen, aber ich will bei meinen 25 bleiben. Ja, ich habe schon 8. Nee, ich will bei meinen geilen 25 bleiben. Ja, du bist ja auch nur 0. Du bist ja auch nur 0. Wollen wir noch eine Runde machen, oder? Also eine Runde wäre noch drin. Das Camp. Echt, das Camp? Ja. Ja. Okay, ja. Gut. Ja. Alter, wie Laura einfach richtig Bock hat, Alter. Ja. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch ein paar Sachen. Oder hast du zufällig noch was? Ich füge hier nur eine Sache hinzu. Das ist mir so egal, ne? Das ist mir so egal. Der Rest bleibt hier. Das ist mir so egal, ne? Ich sterb doch nicht. Also im Sinne von, ich opfer mich doch nicht. Meine Nase kitzelt heute. Oh, aber dann muss ich ja noch... Wow, mein Tee ist noch heiß. Ja, macht ihr mal. Alla, hier, wie viel Geld jetzt hast du in dem Spiel? Warte, lass mich gucken. 18.000. Du hast 18.000 und gönnst uns nichts? Also das ist ja wirklich... Ich weiß, das sagen die anderen auch immer zu mir. Aber ich sag halt immer, für meine Rente und so, Altersarmut, blablub. Ich muss doch sparen. Was soll ich dazu sagen? Vor allem... Aber jetzt und dass als, du kein Kruzifix hast. Als Mann. Entschuldigung, wenn ich Solo spiele, gönne ich mir nicht. Da bin ich genauso geizig. Was ist das denn für ein Trompetenspiel? Was ist das? Hey Laura, was ist das? Was? Das hört sich ganz fatal an. Das ist eine Vibration. Was ist das? Was für Vibration? Da vibriert irgendwas und das klingt wie ein Trompetenspiel. Hä, bei mir ist nichts. Okay, gut. Ja, ist auch weg. Ja, alles klar. Dann let's go. Moin Meister. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Ja, die Map ist geil, ne? Ja, krass. Richtig smart. Ich meine, ja. Kenneth Miller. Nee, bitte nicht. Schon wieder Kruzifix, ey. Ich hab keinen Kruzifix. Ich hab eins gekauft. Oha! Guck, hier. Ich will wieder Spiritbox. Ich nehm Spiritbox. Ich wollte jetzt gerade wegnehmen. Ich nehm Buch. Let's go! Let's go to the beach. Zu den Bitches, Alter. Ey, ja, so eine Strandmap, so eine Strandpromenade, das wäre auch cool. Aber das wäre halt nicht große. Wir haben den Schlüssel vergessen. Ja, wir müssen leider fahren, die haben den Schlüssel vergessen. Ja, ihr könnt. Hallo, Tom. Ich hab einen Schlüssel, ihr könnt. Was singt ihr da? Ich kenn das nicht. Du kennst es nicht? Nee. Oh Gott. Was ist denn das? Hallo, Geist, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Ich hab mich nur erschrocken. Woher denn? Laura, ich bin aus dem letzten Jahrhundert gefühlt. Also nein, tatsächlich nicht, aber... Können die Geister nur in den Zeldern sein? Die oder? Zeldern. Zelte. nein, also hinten gibt's noch ein Farmhaus, ein kleines, zweistöckiges, das ist mega gruselig, da scheißt man sich ein. Also ja, sie können in den Zelten sein, aber du kannst auch Orbs draußen haben. Hier, warte, hier vorne, hier gibt's ein Lagerfeuer. Komm mal mit.
Wenn man das anmacht, ist das voll, das ist voll schön, wenn man mit dem Feuerzeug kann man das anmachen, dann sitzt man hier so. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-O-E, bla bla blubli Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Drum singt es doch ganz einfach. Singt es so ganz einfach. Mit dam, dam, dam. Setzt euch ans Lagerfeuer. als ob man das spielen. Oha. Oh, das laut. Die Frau ist einfach durch. Lara, Laura, mach das bitte nochmal. Bitte, bitte, mach es nochmal, bitte. Für die Kamera. Was, Tadeus oder was? Ja, bitte. Und das danach auch. Und da Und Tadeus! Weiter geht's! Dass sie das auch kann, ey, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Nee, ich hab gerade. Ich kann nicht mehr. Ich kann nur dieses. Warte mal, wie ging das nochmal? L-A-G-E-R-F-E-U. Ja, irgendwie so. L-A-G-E-R. L-A-G-E-R-F-U-E-R-G. Nicht schlecht. Und darum. Singt doch ganz einfach mit. Oh, ich weiß was. Ich hab eine gute Idee. Oh, jetzt geht's los. Hört hin und her. Ist mir egal. Wait. Oh mein Gott. Sie hat was vor. Nina, sie hat was vor. Ich glaube, wir haben auch an ihrem Element gefunden. Absolut. Oh no. Sie macht aus Phasmo einfach so ein Musical. Jetzt bin ich gespannt, ey, wenn ich der gleich... Mich hier hin. Ja, ich mich auch. Das hier heißt das Das ist so schlecht. Ich kann nicht mehr. Nicht schlecht. Ich glaube, ich füge hier die Tonspur von dem Lied ein. Einfach nur aus Prinzip. Einfach nur aus Prinzip. Ey. Einfach so tot. Hallo. Oh, nicht schlecht. Können wir. Ey, was soll sich der Geist jetzt denken? Der hat jetzt Angst vor uns. Kein Bock mehr zu hauen. Wir werden mich ja umbringen. Gar nicht mehr. Also uns würde ich auch umbringen, ich sag's dir, wie es ist. können wir mal bitte ins Haus gehen, also in dieses Haunted House hier, ich weiß nicht wie das, in dieses Farmhaus, das sieht aus wie ein Farmhaus. Komm mal mit, jo. Nina. Komm mal mit, Nina. Laura, ciao. Jo. Ganz ehrlich, wenn ich der Geist wäre, ne? Ich würde. Nee, wir waiten nicht vor you. Ich würde uns so umbringen. Ja, aber safe. Ich würde. Hier, da hinten. Hallo, wo? Hier, jetzt hinter dir, Laura. Hallo. Nina, komm. Nina. Nein, geh nicht weg. Ich hab doch Angst. Also ganz ehrlich, hier habe ich echt Angst. Hallo, ich habe auch Angst. Okay. Oh, da ist ein Steg. Süß. Ja, da ist die Jason-Maske aus Freitag, der 13. Echt? Dumm. Wow. Was ist Laura? So, wir gucken jetzt, ob er hier ist. Ich hab vergessen zu sprinten, als wir in dem Raum waren. Warte, mein Stark. Auge juckt. Ich brauche ein neues. Oh, hier ist ja so ein... Bist du hier? Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-O-E, lalala, lililuli. L-A-G-E-R-F-E. Also, ich habe hier im ganzen Ohrhaus keine Orbs.
Denn erst dann wird es zum Held. Die Temperatur sieht auch gut aus. Bam, bam. Das. Wo ist Laura? Wir haben Laura verloren. Nicht schlecht. Und darum. Hier ist ein Handy. Also hier ist er nicht. Alter, wie ihr überhaupt keinen Schiss habt, ey. Alter, hier liegen noch. Alter, guck mal, hier liegen einfach noch Discs und Tonbänder. Oh mein, hier ist ein Schaukelstuhl, ey. Ich werde nicht mehr. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lager. Ciao, Laura. Ich sehe die Jason-Maske. Das ist aber gruselig. Ciao, Laura. Ich habe Laura eingesperrt. Laura, tschüss. Was ist das eigentlich, wenn die Spirit-Box hochgeht? wenn die Spirit-Box was? Wenn die so auf 100 geht, so. Ach, das, die Werte sind total egal. Er muss in irgendeinem Bad sein oder draußen. Lasst uns mal in den Bädern gucken. Wieder ein klarer Fall von kein Geist vorhanden, wir können gehen. Ja, so ungefähr, ne? Würde ich einfach mal sagen. Die Spirit-Maske. An dem Steg. Geh den Steg entlang und dann kommt da die Jason-Maske. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Laura, ich bin hinter dir. Das findet sie geil. Das ist die Maske. Ja, die schwimmt ein bisschen rum. Hä? Warum liegt hier Wasser? Warum liegt hier Wasser? Es hat letztens einfach im Fernsehen und klar, es musste RTL sein, ne? Ich hatte letztens im Fernsehen gesehen, auf RTL, da hat einfach eine Frau gefragt, also da hat ein Mann zu seiner Frau gesagt, pass auf, das Wasser ist nass. Oh mein Gott. Oh Gott. Es ist die Leberwurstpuppe. Er hat mich. Das ist die bleichte Leberwurstpuppe. Jetzt geht's los, Alter. Ich war schon lange nicht mehr tot. Das ist nicht cool. Das Zelt ist so laut. Wo seid ihr? Ich bin am Eingang. Ja, ich bin am Eingang. Sie huntet, sie huntet, sie huntet, sie huntet, ja, sie huntet, sie huntet. Oh, die macht das Tor immer zu. Die Olle. Oh nee, das ist Nina, das ist Nina. Nina will ich nicht umbringen. Ohne Witz, ich höre sie von hier auf. Ja, Laura, stirb, los. Ich höre sie, was soll ich machen? Hallo, Hilfe. Als ob die, Ich glaube, sie ist tot, ne? Oh nein. Wie sie sich erschreckt. Laura, bist du tot? Ja, natürlich, klar. Bei dem Spielverhalten. Wo ist sie denn? Ist sie hier drin gestorben? Besetzt. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Laura! Laura, hallo! Sie hört mich nicht. So, das, ich will das nicht. Sie kommt jetzt da gleich um die Ecke. Ja, sie wird sterben. Laura! Ich kann nicht zurück.
Oh, 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 oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wie das aussah, Alter. Wie das aussah. Oh mein Gott, ey. Beste Runde einfach. Gut, dass ich nur Taschenlampe und Videokamera reingepackt habe. Ja, das war ein Obake, hä? Alter, vor allem, wie du da an dem Lagerfeuer saßt. Nein, nein, sie kommen. Nein, nein, sie wollen nicht. Nee, ohne Witz, ich bin am Eingang vorbeigelaufen, ne? Ich habe sie gehört, im Wegrand Richtung im Lager von. Ich sehe sie einfach weiter hinten auf mich zurennen. Hätte die Möglichkeit gehabt, wegzurennen, aber ich bin an diesem Baum schon stecken geblieben, wo ich gestorben bin. Und dann hat sie mich fast kaputt bekommen. Oh, es war einfach die beleidigte Leberwurstpuppe. Das war einfach so eine Barbie-Puppe, so eine ekelhafte. Ey, dann ging das so klar und dann wollte ich mich chillen. Und dann sterbe ich einfach. Deswegen habe ich keine Sachen hinzugefügt. Nur falls jemand fragt, weil ich genau wusste, dass das passiert. Ich wusste es einfach. Ich mal. Original, Alter. Ey, wie die auch auf mich zukam. Oh. Wie du weggerannt bist, so zurückgeguckt hast, weggerannt bist, so nach dieses Meme. Ja, das hast du mir mal gezeigt, aber ich hab's halt nicht mit Memes. Ich finde Memes halt auch scheiße unlustig, aber da können die Memes nichts für. Oh mein Gott, Alter. Ja, ich bedanke mich auf YouTube für diesen, fürs Zuschauen dieses tollen Contents. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Echt, ey. Oh, wollt ihr euch nicht noch verabschieden? Tschüss. Tschüss. Tschüss, Dorf. Bis bald, Rian. Bis bald, Rian. See you later, Rian. Oh mein Gott. Richtig 2010.